meine Geschichte fängt super, super hart an. Und ich bin mit 18 in eine extrem tiefe Depression eingefallen. Und es war so tief, dass ich sogar auch singe. Ich war Laiensänger der Zeit. Aber auch habe sehr oft in die Öffentlichkeit Auftritte gehabt und so. Aber ich bin in eine tiefe Depression eingefallen und ich habe meine Stimme buchstäblich verloren. Mhm. Also wissen, warum ich hier war, den Zweck meines Lebens herausfinden und genau das erfüllen. Und alles andere war zweitrangig. Und ich denke, da hat es angefangen für mich. Ich war 33 Jahre alt. Und diese Erkenntnis, es ist nicht nach irgendwas außer mir gerichtet, damit ich irgendwas bekommen kann. Mhm. Es war von vorne an diese Erkenntnis es war ein lebendiger Prozess, die in mir lief und ein Zweck, das heißt ein Zweck ist für mich, es hat mit Dienen zu tun, mhm. Anderen zu dienen. Und das plötzlich war diese Freude da. Das ist ein Motto meines Lebens. Ich habe von Demut. In meinem Fall, ich war nicht demutig am Anfang. Mhm. Es war für mich Demut als Notlösung. Ja. Weil irgendwann, in meinem Fall, in einer beschissenen Situation nach dem anderen, nichts anderes ging.